Österreichs Speed-Damen verlassen Aare ohne extra Glitzer im Gepäck. Sicher hätten wir uns alle eine Medaille erhofft, wir haben hart dafür gearbeitet. Im Endeffekt hat es einfach nicht gereicht, meinte Stefanie Venier, die am Sonntag Platz 4 in der Abfahrt belegte. WM ist nicht alles im Leben, tröstete sich die Skirennläuferin und hatte schon die Frustverarbeitung am Abend im Visier. Venier verpasste die Bronzemedaille, die sich stattdessen in ihrem letzten Rennen US-Ikone Lindsey Vonn einsteckte, um 0,04 Sekunden. Am liebsten hätte ich ihr alles hingeschmissen und wäre sofort unten durch, gar nicht an den Leuten vorbei. Aber es nützt halt einfach nichts, zeigte sich die Tirolerin bitter enttäuscht. Ein vierter Platz bei einem Weltcuprennen wäre super, aber bei einer WM, die Familie habe gleich versucht, sie mental aufzurichten, was aber nicht ganz gelang. Papa, Schwester und auch der Freund, mit denen habe ich gleich geredet. Sie haben gesagt, du hast noch zwei oder drei WMs vor dir, du bist noch jung. Aber das muntert dich halt in dem Moment auch nicht gerade auf. Die Siegerehrung am Abend wollte Venier am liebsten schwänzen. Es gehört dazu, aber am liebsten würde ich gar nicht hingegen, Stefanie Venier, bin zu rund reingefahren, mit ihrer Fahrt sei sie eigentlich zufrieden gewesen. Ich wollte locker drauf losfahren. Das habe ich wieder gemacht, aber es war halt einfach 400stel zu langsam, erklärte die Vize-Weltmeisterin von 2017. Wenn ich 500stel schneller gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich alles loben jetzt, die letztlich wohl entscheidenden Zentimeter kamen aber im Finish dazu. Bei der dritten Zwischenzeit war Venier noch 500stel schneller als Vonn. Ganz klar, im Training habe ich da ein bisschen zu viel riskiert, dann habe ich es nicht erwischt. Heute bin ich da einfach ein bisschen zu rund reingefahren. Die Hoffnung auf etwas schlechtere Sicht im weiteren Verlauf des Rennens erfüllte sich für Venier nicht. Ich habe mir gedacht, dass das Wetter vielleicht ein bisschen zuzieht oder es dunkler wird, aber die Sutter hat dann auch Sonne eigentlich gehabt. Sie hat es dann einfach runtergebracht, verwies sie auf die Schweizerin Corinne Sutter, die mit Startnummer 19 die Silberfahrt hinlegte. Ramona Siepenhofer, Karma is a bitch, irgendwann kommt es zurück, hoffentlich, sprach Ramona Siepenhofer, die am Freitag Kombi-Bronze um 400stel verpasst hatte. Im Zielraum umarmte sie ihre Teamkollegin und Freundin und versuchte sie zu trösten. Das ist nicht medientauglich, was ich zu ihr gesagt habe, berichtete Siepenhofer und lachte. Karma is a bitch, hatte Venier am Vortag gemeint. Das Schicksal ist ein Miststück. Ilka Stuhlk ist laut Venier aber jedenfalls eine würdige Weltmeisterin. Die Ilka hat auch ein Rennen heuer schon gewonnen, erinnerte sie an das Gröden-Double der Slowenin. Auch das Abtreten von Vonn mit Bronze sei nicht so überraschend gekommen. Ich habe schon gewusst, dass sie es drauf hat und kann, betonte die 25-Jährige. Dennoch wollte sie die beiden in der ersten Enttäuschung nicht beim abendlichen Ausklang der Weltmeisterschaften dabei haben. Ich habe schon gesagt, von Platz 4 bis 30 sind heute alle eingeladen in den Tirolberg, sagte Venier. Die Medaillengewinnerinnen aber brauchen wir nicht, meinte sie augenzwinkernd. Punkt. Mehr bei Spox, Wahnsinn, Vonn mit Bronze in Rente, Ski-WM in Aare, Programm, TV-Übertragung, Live-Ticker, Livestream, Ski-WM, Medialen-Spiegel der Weltmeisterschaft 2019 in Aare.